Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von den Survival Games. Heute spielen wir auf dem The Hive Server und mal die Map Steamshire Island. Ich habe immer noch die Standardtexturen drin, also ja, Standardtexturen habe ich jetzt einfach mal so drin. Und genau, Steamshire Island habe ich jetzt seit Ewigkeiten eigentlich nicht mehr gespielt und ich bin echt mal gespannt, wie die Runde wird. Und genau, zuerst möchte ich sagen, ich habe jetzt schon wieder in der Lobby gesehen, dass jemand ein Dreierteam ausgemacht hat und das finde ich mal gar nicht cool. Also da bin ich echt mal gespannt, wie die Runde wird. Ich hatte jetzt schon viele Aufnahmen und bin jetzt mal gespannt, wie die Aufnahme wird. Ich denke, ich renne dieses Mal in die Mitte. So, 2, 1, go. Wieso habe ich da Fallschaden bekommen? Okay, Iron Chestplate, das ist gut eigentlich. Da kann ich mich nicht beklagen. Aber viele rennen meine Route und das ist nicht arg gut. Ich renne direkt hier hoch, um möglichst schnell zu den Kisten zu kommen. Ich spiele auf dem The Hive Server, weil der Gomma so leider immer noch down ist. Das finde ich eigentlich ziemlich schade. Ja, gut. Also kann man nichts machen, wenn die halt Probleme haben, ne? Spiele ich halt so lange auf dem Hive Server und wir haben ein Schwert. Das ist schon mal sehr gut. Das freut mich schon mal sehr. Gold Boots, okay. Da haben wir noch eine Truhe. Einer in den Kommentaren hat sich auch beschwert. Ja, beschwert. Ja, keine Ahnung. Schon ein bisschen beschwert, dass ich Better Sprinting Mod drin habe. Dabei habe ich eigentlich in der letzten Folge erklärt, warum ich ihn drin habe. Warum ich ihn gerade drin habe. Ich erkläre es nochmal. Also, ich hatte Better Sprinting Mod drin. Zum ersten Mal ist der auf dem The Hive Server erlaubt. Also, das ist jetzt schon als allererstes Mal. Und zum anderen benutzt den hier fast jeder. Und wenn den jeder benutzt, ist es ungerecht, wenn ich ihn nicht benutze. Das heißt, ich mache ihn auch rein, damit es möglichst fair bleibt. Finde ich auch eigentlich ziemlich fair. Muss ich mal sagen. Zum Beispiel ist es anders auf dem Gommel-Server, da ist er ja nicht erlaubt. Habe ich jetzt kürzlich erst erfahren. Dementsprechend werde ich ihn ja dort nicht benutzen. Ist natürlich logisch. Und jo, das ist halt der Grund, warum ich ihn drin habe, weil das sonst halt ein bisschen ungerecht wäre. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Okay, man hat schon gesehen, ich bin nicht dran gewöhnt, Better Sprinting drin zu haben. Ich wollte gerade mit Shift schleichen. Stand da, bin ich gesprungen. Also gesprintet. Ja, okay. Wir wollen jetzt direkt mal nach ein paar Gegnern Ausschau halten. Zum Beispiel habe ich doch da gerade jemanden gesehen. Nee, habe ich nicht. Okay, alles klar. Mir ist auch letztens aufgefallen, dass meine Videos ziemlich leise waren. Das heißt, ich habe jetzt alles nochmal ein bisschen hochgeschraubt. Die Musik habe ich hochgeschraubt. Die Stimme habe ich hochgeschraubt. Und jo, also wird jetzt, denke ich mal, nicht mehr so leise sein. Gut. Was ich dann auch noch oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Was ich nochmal sagen wollte, ist folgendes. Also, wir haben ja jetzt Samstag oder Freitag. Ich denke, das Video werde ich Freitag hochladen. Also Freitag. Muss ich sagen, dass ich jetzt in der nächsten Woche dann halt jetzt nicht so viele Videos hochladen kann, weil an unserer Schule ist nämlich so ein Projekt. Und da werde ich dann wenig zum Aufnehmen kommen. Und deswegen tue ich auch gerade schon fleißig vorproduzieren. Und genau. Wollte ich halt nur noch mal sagen, dass ich dann vielleicht jetzt nicht so viel hochladen kann. Wird natürlich Tropicraft, Survival Games und so wird natürlich kommen. Da vielleicht mal ein bisschen Bowsplief oder sowas, keine Ahnung. Was weiß ich. Und ja, wollte ich halt nur noch mal gesagt haben. Da kämpfen zwei oder es ist ein Team, ich bin mir nicht sicher. Ich bin der Meinung, das war ein Kampf. Wo ist hingerannt? Wo ist er hingerannt? Bin ich blind? Hä? Immer bei der Stelle von der Musik ist es immer so, dass ich voll dumm dastehe. Stirb! Jawohl! Nice! Sehr gut. Wow, das war knapp. Das hätte auch in die Hose gehen können. Richtig in die Hose hätte das gehen können. Der hatte wenigstens ein paar Schuhe dabei. Den ganz Hosen meine ich natürlich. Okay. Ja, wie gesagt, das Projekt nennt sich Schule als Start. Vielleicht kennt es ein paar von euch. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, falls ihr das an eurer Schule schon mal hattet. Wäre auf jeden Fall cool, mal zu wissen. Und
Ja, auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt, da freue ich mich schon richtig darauf. Das ist halt so, dann wird die Schule halt zum Staat, wie ich schon erklärt eigentlich im Titel. Und dann haben wir so Unternehmen, hat's halt Behörden, bla bla blub. Ist halt alles dabei, ne, was so in dem Staat drin ist. Und das finde ich halt auch schon zum richtig cool und deswegen werde ich dann auch dort die meiste Zeit in der Schule verbringen. Ja, ausnahmsweise. Und ja, genau, und deswegen werde ich dann vielleicht jetzt nicht so viel hochladen können. Aber hier war unsere Stelle. Das Shift. So. Komme ich da rein? Jo, ich komme da rein. Dann gehe ich hier hoch. Und guck mal, ob es da noch ein paar unausgeplünderte Truhen hat. Also hier zum Beispiel. Ich glaube, dass hier noch niemand war. Hier war ich selbst persönlich auch noch nie. Aber ob da eine Truhe ist, bezweifle ich gerade. Da ist aber eine. Steinschwert, das ist auch okay. Dann bekommt die keine andere. Hier hoch. Alter, die Musik. Die verleitet mich gerade irgendwie zum guten Let's Play. Ich weiß auch nicht. Gerade kann ich voll gut reden in der, mit der Musik. Cool. Oh. Gott. So cool. So, hat's da noch was? Nee. Ja, das war natürlich auch super. Sehr gute Jump'n'Run Skills. Nicht. Hä? Ich hab noch gar kein Steinschwert ausgerüstet gehabt. Hammer. Okay. Gut, das war's. Das sind wir hier ganz oben. Und da ist ein Eisenschwert drin. Oh. Schade. Da aber. Haben wir einen Bogen. Bogen ist gut. So, guckt Chicken hier rein. Karotten hier rein. Goldingot. Weizen. 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 Ah, hier ist der Enchantment Table. Das ist jetzt auch mal interessant zu wissen. Ich habe noch nie den Enchantment Table in der Map gefunden. Hier ist er. Cool, das habe ich noch nicht gewusst. Das freut mich jetzt aber, dass ich den gefunden habe. Und ich werde jetzt, denke ich. Bloß jetzt nicht verscherzt mit der Sprint-Taste. Denke, ich werde jetzt da runterspringen. Schaffe ich das? Gott. Okay. Ja, okay, hier komme ich runter. Alles klar. Das heißt, den Wasserfall merke ich mir mal bei dem Windrad. Da ist der Enchantment Table. Das ist bestimmt mal interessant zu wissen für spätere Spiele. Oh, das ist 8 Minuten, okay. So, es leben eigentlich noch ganz schön viele. Normalerweise leben da immer nicht so viele. Spawn. Okay, da ist jemand am Spawn. Das heißt, ich gehe auch zum Spawn. Ich will hier Action reinbringen. Und nicht hier die ganze Zeit rumlosern. Hallo. Stirb! Jawoll! So geht das. Fast eine volle Eisenrüstung. Ja, help. Die Hilfe von einem Teamkollegen bringt dir jetzt auch nichts mehr weiter. Es tut mir furchtbar leid. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denn mehr Survival Games Runden, da ist übrigens der Name, Survival Games Runden mit anderen Leuten haben wollt, also dass ich mal mit anderen aufnehme, also so gesehen. Survival Games Together, sagen wir mal so. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Da haben wir jemanden. Hallo. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, den habe ich gleich. Und zack. Nein, noch ein Hit brauche. Und pam. Da ist er tot. Oh. Da haben wir noch jemanden. Zack. Und gehittet. Er aber auch. Zack. Und jetzt mit dem Bogen. Nein! Und zack! Wieso treffe ich ihn nicht? Jawohl! Sehr gut. Jetzt werde ich abgeballert. Von irgendwo. Nein. Bitte nicht.
Von wo werde ich abgeschossen? Habe ich denn nicht gerade einen Schuss gehört? Okay. Hab ich irgendwas zum Craften? Nein. Okay, es wird Nacht. Wo sind denn jetzt die Leute? Hier bin ich gerade sehr angreifbar. Das ist ebenfalls nicht so gut. Wer möchte schon angreifbar sein? Niemand natürlich. Das heißt, ich entferne mich ein Stück vom Spawn. Ich habe gerade einen gleichen kratzenden Hals. Tut mir gerade furchtbar leid. Ich möchte jetzt aber zu gern wissen, wo die letzten noch lauern. Sechs Tribute. Da ist jemand. Dich werde ich noch später oder später kriegen. Zack. Muhaha. Zack. Und du bist down. Yo. Oh mein Gott, jetzt sind aber viele da. Ach du Scheiße, das könnte wirklich auch böse ausgehen, wenn ich mich dumm anstelle. Denn jetzt gehen auch viele zum Spawn. Und das muss ich verhindern. Ich muss jetzt verhindern, dass es den Refill gibt. Da haben wir auch einen. Der will nämlich zum Refill. Und Refills hasse ich. Das werde ich verhindern. Boah, du bist weit geflogen. Zack. Ja, Team, ey. Ich mach kein Team mit dir. Nur weil du wenig Herzen hast. Zack. Und down ist er. Deathmatch. Das heißt, es gibt kein Refill mehr. Gott sei Dank. Da bin ich ehrlich gesagt sehr glücklich darüber. Wir haben jetzt noch 4 Pfeile fürs Deathmatch. Und ich bin echt mal gespannt, wie es ausgehen wird. Ob es ein Team ist im Deathmatch. Das ist eigentlich zurzeit immer meine größte Befürchtung. Und ansonsten gebe ich natürlich mein Bestes, um diese Arena zu gewinnen. Okay. Ich hätte besser auf Brot craften können. Craften. Ugh, jetzt habe ich Schluck auf. Fuck. Craften können. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Das Lied erinnert mich immer an Trouble Mine Will früher. Dün, 2-1, los geht's. Ich höre schon auf zu singen. Damit hast du nicht gerechnet. Komm, 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 komm. Geh ins Feuer. Ja, geh ins Feuer. Down. Boah, wie viel TNT. Zack. Nein, nicht getroffen. Alter, diese Scheißangel gibt mir so auf den Sack. Damit hast du auch nicht gerechnet. Komm, du leckst ein bisschen. Aber ist kein Problem für mich. Ich krieg dich. Er brennt. Und er ist down. Und jetzt noch der letzte. Der wird mir auch noch sicher sein. Okay, jetzt werde ich wieder zurückgeportet. Das hasse ich wie die Pest. Ach komm schon. Scheiß Angel. Nervt. Sowas von dermaßen. So, jetzt wirst du sterben. So, jawohl, wir haben die Arena gewonnen. Wir haben alle im Deathmatch platt gemacht. Das war auf jeden Fall ein sehr faires Match. Niemand hat Team gemacht im Deathmatch. Und, jo, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Runde gewesen. Hat mir sehr gefallen. Und, genau, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich um eine positive Bewertung freuen. Ansonsten, jo, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.